Es gibt nichts Schöneres, als rumzulungern und sich durch die Fernsehkanäle zu zappen. Schade ist, wenn man kein Fernsehen hat. Aber wofür habe ich euch, meine Hasen? Ihr seid jetzt mein Fernsehprogramm, das ich jederzeit einschalten kann. Barbara, du bist GZSZ. Oh ja. Oh. Also nicht die GEZ, sondern gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Olli, du bist Wetten, dass? Ingo, du bist Phoenix, also eine Bundestags-Live-Debatte. Ach du liebe Scheiße, schaltest du da weg? Nee, ich bin ja sehr interessiert. Und Tätchen, du bist das Jugendgericht. Und jetzt brauche ich... Und jetzt brauche ich noch Ihre Hilfe, meine Damen und Herren. Wir sind nämlich interaktives Fernsehen. Also, nennen Sie mir ein Tier, das im Streichelzoo steht. Meerschweinchen. Hängebauchschwein, wie niedlich, ja. Hängebauchschwein, es geht heute Abend, es ist ein Themenabend in meinem Fernsehen. Themenabend, es geht um das Hängebauchschwein auf allen Kanälen. Und ich sepp mich mal so durch und ich glaube, ich schalte zuerst mal zu GZSZ. Ich sehe in dein Herz, sehe dicke Schweine, dünne Schweine. Ingo. Also mich als Hängebauchschwein zu bezeichnen, das habe ich als Altbundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nur wirklich nicht verdient. Und ich hasse mich hier und heute in diesem Saal nicht derart verunglimpfen. Tete. Dann erst einmal zu den Personalien. Bauchschwein ist Ihr Name, Hänge mit Vornamen. Olli. Ja, hier, ja, hier geht's richtig ab. Ja, Köln, hier. Ja. So, ja, mein Lieber, Respekt, 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 hier. Jetzt kommt eine, hat zwar nichts mit Hängebauchschwein zu tun, Veronika Barbara. Ferris. Mutter, ich gehe jetzt in die Manufaktur und werde dort eine neue Porzellanreihe in Auftrag geben. Hängebauchschweine werden wir produzieren und damit die Welt beherrschen. Olli. Ja, jetzt kommt einer, freue ich mich drauf, hör noch meine Jungs hier. Ja, es ist eine ganz neue Single, er hat gerade noch ein MTV. Ja, ich habe dir immer gesagt, man darf sich eben nicht von diesen frustrierten Hängebauchschweinen, es sind immer diese frustrierten Hängebauchschweine, ich habe es immer gesagt, sorry. Ja, hier auf jeden Fall, jetzt kommt einer, da freue ich mich besonders drauf. Die Couch ist schon wieder leer, alle gegangen. Bin ich immer noch dran? Ah, hier, überziehe ich schon mal wieder, mein Lieber, komm, hör mir auf. Oh, da fährt aber ein A8 mit einem DHL-Transporter rein, mein Lieber, mein Lieber. Ja, und dann sagt er, du bist ein fettes Schwein. Ich sag, ja, ich weiß, aber musst du mich deshalb gleich auf den Strich schicken? Ey, meine Richter ist doch kacke, ey, die Sau hat mich voll ausgenommen. Ich gehe voll auf den Strich und der kassiert nur ab, ist doch scheiße. Voll die Perverslinge auf den Strich, ey, geh mit Schwein. Barbara. Was hast du da in der Hand? Es ist ein Hängebauchschwein. Ich habe es gerade draußen überfahren, kurz vor Schloss von Hardenberg, als Sigrun von Wittgenstein die Straße überfuhr, als er auf dem Weg in die Holding war. Die Holding? Und was ist mit der Manufaktur und diesem Hängebauchschwein, das ich hier trage? Olli. Scissors, sisters, I don't feel like Hängebauchschwein. Ja, Herr Gysi. Man darf ja als Hängebauchschwein sich in diesem Land gar nicht mehr blicken lassen. Ja? Man kann, ja, wer schafft das denn, nach so einer riesen Wampe überhaupt noch hinzukriegen? Ja, die Leute sind verarmt. Ja, die Leute leben von Hartz IV. Ja, wie will man denn sich so eine Wampe, das kann man sich höchstens noch absaugen lassen. Und das sieht mein Freund, der Herr Lafontaine, das sehe ich genauso. Wir sind ja von der Linkspartei auch angetreten, um wieder fetter zu werden in Deutschland. Wir wollen, und ich fühle mich, ich weiß was es heißt, als Schwein abgeschlachtet zu werden. Ich habe das... Hätte ich aber auch umgeschaltet. Hätte ich aber auch umgeschaltet. Ist ganz schnell zu dir, Barbara. Amelie von Seidlitz, dieses Hängebauchschwein, was hat sie mit dir zu schaffen? Deine Mutter, ich dachte, sie wäre deine Schwester. Ich bin erschüttert. Und was ist mit den von Seidlitzens, mit den von Witten, Hubers, mit den Ober-Unter? Ah, jetzt kommen wir zur nächsten Wette. Freue ich mich drauf, persönlich natürlich. Er
wettet, dass es, hört sich schwierig an, nicht schafft. Ich spiele. Und damit geht im Namen des Volkes folgendes Urteil: Der Verurteilte, der Angeklagte wird angeklagt, eine Werbekampagne für einen großen Elektrofachmarkt zu machen. Sau, sau, sau billig und noch viel mehr will ich machen, wenn ich hänge, brauch Schweinchen mehr. Sie haben jetzt wirklich eine Pause verdient, ich ja weniger, aber wir machen trotzdem eine. Bis gleich.